So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Super Fantasy Kingdom. Ja, irgendwann ist die Musik hier im Startbildschirm zu Ende, warum auch immer. Wir gucken erstmal Achievements. Ist mir aufgefallen, habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Also hier sehen wir, wie wir neue, Einheiten quasi freischalten können. Und was es für welche gibt. Manche sind in der Demo noch nicht enthalten. Aber andere, zum Beispiel der Bergarbeiter, habe 15 Goldvorkommen in deiner Stadt. Oder besitze 7 Bier. Die können wir nach und nach freischalten. 5 haben wir schon. Die wir auch vielleicht angeboten bekommen. Mal schauen. Dann unseren Helden. Ja, ihr seht, ein bisschen was hat sich getan. Ein bisschen ist gut. Erhöhte Reichweite um 10%. Das würde ich auf jeden Fall mal machen wollen. Ich habe nämlich ein ganz, 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 ganz großes Problem. 44. Das geht alles gar nicht. Das geht nicht. Rückstoß. Oh, magische Defensive noch. Ich habe ein ganz großes Problem, nämlich der Goblin-König. Der Goblin-König macht mich krank. Wenn man da nicht die richtige Einheit hat, ist man einfach aufgeschmissen. Zeige ich euch dann aber gleich. So, vielleicht haben wir das Problem auch gerade gelöst mit dem, mit der erhöhten Reichweite von unserem Helden. Ja, könnte eng werden. Ja. So, das Allerwichtigste. Einwohner. Wir brauchen unbedingt Einwohner. Das ist hier das A und O. Und Planung ist hier das absolut Wichtigste. Ihr seht, hier ist noch nicht wirklich viel dazu gekommen. Ich habe die Kartografin freigeschaltet. Die... Weißt du vielleicht von einem Zauberer? Mein Turm ist explodiert. Die Amaya. Die sagt uns, was für Gegner in der Runde kommen werden. In dem Fall heute werden Skelette Level 1 kommen. Machen einen Schaden und 8... Oder haben 8 Gesundheit. Das sollte man im Hinterkopf behalten. So. Die Taverne. Bauen wir hier hin? Der Holzfäller. Macht tatsächlich hier Sinn, weil hier am meisten Bäume sind. So. Dann haben wir durch unsere ganzen Sachen, die wir hier langsam gebaut haben, schon mal 4 Holz. Das bedeutet, wir können das erste Haus bauen. Und haben jetzt 3 Einwohner. Die stecken wir alle in Holz. Das nächste Gebäude ist nämlich der Steinbruch. Dafür brauchen wir wieder 3 Holz. Können wir schon mal Geschwindigkeit erhöhen. Wir werden erstmal nicht viel machen. Also nicht viel anderes. Nichts. Nicht viel anderes. Naja, ihr wisst, was ich sagen will. So. Der Steinbruch kommt hier hin. Dann gehen wir... Nee. Wir haben 3 Steine. Das Wichtigste jetzt ist der Aus- oder die Reparatur der Burg, damit wir mehr Holz bekommen. Haben wir, weil wir mittlerweile auch 3 Startsteine bekommen. Ich glaube, ich habe hier oben noch einen gebaut. Das bedeutet, wir können weiter auf Holz gehen. Weil jetzt können wir 8 Holz einlagern und 8 Holz bedeutet ein neues Haus. Ganz genau. So, hier sehen wir übrigens, wie die Skelettos ankommen. Übrigens, hier auf diese X immer mal achten, da passieren manchmal random Sachen. Deswegen immer jeden Tag mal gucken, ob auf den X irgendwas erschienen ist. Manchmal spawnen auch Ressourcen, manchmal hat man auch so einen Fight. Da kommen dann, ja, so eine gewisse Anzahl an Gegnern. Und, ja, ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt. Außer Geld, wenn sie was droppen. So, wir können übrigens schon das nächste Haus bauen. Super. Dann... Geht es weiter? Wir nehmen alle raus. Ich hätte gerne einen für die Taverne. Ich würde gerne upgraden die Burg, damit wir auf 16 Holz kommen, um natürlich ein Haus zu bauen. Dafür brauchen wir Steine. Und dafür brauchen wir Gold. Gold haben wir nicht. 3-2. Dafür brauchen wir aber Bretter. Das heißt, wir müssen eine Sägemühle bauen und dafür brauchen wir Holz. Okay. Dann gehen wir hier rauf. Hier haben wir, glaube ich, auch noch etliches an Holz rumliegen, ne? Guck mal, 6. Ich lasse mal einen noch frei. Dann haben wir nämlich einen weiteren Träger und dann können wir hier mal den Holzmichel leer machen. Dann haben wir ja schon alles. So, das brauchen wir uns nicht angucken, weil wir haben keine Einheiten. So, der Eremit. Todespriester, Werwolf, Shemaini. Was mir nicht aufgefallen ist, hier links sehen wir übrigens
die Sachen, die die jeweiligen können. Bewegung, Infanterie, Attacke, magisch und Unterstützung. Er ist ein Tank, magisch und Infanterie. Er macht Schaden, Nahkampf und ist eine Infanterie. Das ganz große Problem ist, ich brauche einen Fernkämpfer. Weil ansonsten macht mich der Goblin-König tot. Ah, ich weiß nicht, was der Schamane macht. Aber er heißt ja... Nee, du hast nicht Infanterie, ne? Er ist ein Tank. Mann, ich würde... Ich nehme mal den Werwolf. Ich würde gerne sehen, was die für ein Range haben. Okay, der hat sogar mehr Range. Cool. Okay, was kannst du noch? 13 Leben, 9 Schaden? Gott, Alter, der ist ja viel, viel besser als ich. Okay. So, hier haben wir alles verteilt, ne? Genau. Ich würde mir auch gerne die nächsten Einheiten gleich besorgen. Und zwar würde ich jetzt schon mal auf den hier gehen. Achso, shit. Das ist ja Stein. Aber wir brauchten ja das Sägewerk. Und mach mal die Sägemühle hin. Ich würde sagen, wir machen die hier hin. Warte mal, ich muss Goldmine bauen. Ich mache das Sägewerk hier hin. So, jetzt müssen wir erstmal vermehrt... Ne, ich muss nochmal Steine prodden. Genau, damit wir ihn jetzt hier kriegen. Und ich würde gern auch nochmal 8 Steine machen, damit ich ihn gleich upgraden kann auf Stufe 1. Das, ne, hier seht ihr das schon. Reduces Angriffszeit auf 1,4 anstatt 2. Das ist... absolut wichtig. Das heißt, wir müssen nochmal 8 Steine jetzt farmen. So, das reicht erstmal aus für 2 Tage. Das heißt, wir können jetzt hier auf die Bretter gehen. So, die haben alle überlebt. Wunderbar. Bekommen beide ihre Beeren. Übrigens, mein ganz großes Ziel ist es, den Jäger zu bauen. Daraufhin spare ich. So, aber erstmal kommt die Goldmine dafür. So, 3 Steine haben wir. 2 Bretter brauchen wir jetzt noch. So, und wenn wir die 8 Steine haben, dann können wir gleich nochmal ein bisschen was umbauen. So, Level up. Reduces Angriffszeit. So. Du hast noch ein bisschen was im Lager. Wir ziehen mal hier ein bisschen ab. Gehen nochmal auf Holz. Und jetzt... Ach nee, ach scheiße. Wir brauchen weiterhin Steine. Ich mach mal einen noch frei, damit wir hier noch einen Träger haben. So, du kannst wieder aufhören. Essen sollten wir vielleicht noch ein bisschen besorgen, weil ich weiß nicht, ob wir den Jäger heute noch schaffen. Vermutlich eher nicht. Yes, die Goldmine. Und die kommt auf jeden Fall hier hin. So, jetzt ziehen wir erstmal alles... Oh, alles wieder ab. Also, einer bleibt in der Taverne. Wir müssen jetzt für den Jäger ganz viel Gold produzieren. Ach nee, ich muss erstmal hier upgraden. Okay, dann machen wir es so. 2 in die Steinmine, einen hierin, einen für die Taverne. So, wunderbar. Ah, Gold. Ich hab's gerade noch gefunden. So, ihr, ja, seid kurz vorm Level up. Day 4. Habe ich das Gold noch bekommen? Ja, sehr gut. Oh, sehr viele Tiere unterwegs. Der Jäger würde sich freuen. So, was brauchen wir noch? Ein... Oh, wir brauchen Steine unbedingt.
So, ich hole immer noch Bretter ab. Yes. So, stopp. Jetzt brauchen wir ganz viel Steine. Brauchen wir noch Goldbrocken? Erstmal nicht. So, wir gehen voll in die Steine. Das Problem ist, wir haben gleich keine mehr auf der Karte. Und wenn, sind die weit weg. Wir könnten hier den Steinbruch erschließen. Das machen wir aber erst, wenn wir hier die ganzen Steine gesammelt haben für den Jäger. Also, Jäger ist die Nummer 1. Steine, jetzt geht's los. Okay, sieht aber sehr gut aus. Ja, haben auch noch mehr oder weniger alle. Okay, haben sie alle überlebt. Perfekt. Das bedeutet, wir werden jetzt alle upgraden. Also alle beiden. So, ja. Genau, finden sie Kacke. Diese Symbole werden wir gleich hoffentlich nicht mehr sehen. Also, Upgrade. Werwolf. Okay. Upgrade. Kämpfer. Ist auch okay. Tag 5. Der Händler. Oh, perfekt. Warum ist das perfekt? Weil wir jetzt zwei Barren haben und damit können wir unseren Werwolf upgraden. Und der hat verringerte Angriffszeit. 60 Meter, 50 Meter, Alter. Ich hoffe so sehr, dass ich an diesen Goblin-König rankomme. So, Freunde der Sonne. Jetzt ganz schnell den Jäger zusammensammeln. Da ist er. Yes, Jäger. So, jetzt... Wir können maximal 16 einlagern. Das heißt, wir gehen jetzt wieder voll auf Holz. 16 Holz sammeln, damit wir... Den können wir übrigens auch rausmachen. Damit wir das nächste Haus bauen können und dann den 5. Einwohner bekommen. Alternativ, hier haben wir übrigens mal sowas. Dieses Monster herausfordern, heute Nacht anzugreifen. Ich mach's einfach mal. Und wir holen uns den blöden Armbrustschützen. Ehrlicherweise keine Ahnung, ob der irgendeiner Taktik nachgeht oder ob der einfach random irgendwo hinschießt. Ich habe es bisher noch nicht rausgefunden. 36 Gold. Oh oh. Oh oh. Du hast nur noch 7 Lebenspunkte. Wir machen mal Inspired. Attacks faster. Nee, wir machen Shield of Mankind. So, und das hier ist quasi dieser Bosskampf. Also, Bosskampf in Anführungsstrichen. Yes, super, haben wir auch geschafft. Kriegen wir, glaube ich, ein bisschen Geld einfach noch dazu. Oh, und da liegt das erste Tier. Ich habe nicht drauf geachtet. Ein Bär liegt dort. Und jetzt ist es so. Also Fleisch gibt allgemein schon mal 2 XP. Wir können es auch gleich nochmal lesen. So, hier nehme ich. Fisch und Fleisch. Ach nee, hier unten steht es ja, das mit dem Fleisch. Jede Fraktion hat eine bevorzugte Fleischsorte, die ihnen 5 XP verleiht. Jedes andere Fleisch jedoch nur 2. Jetzt muss ich hoffen, dass... Also ist erstmal random, wer zuerst in die Taverne kommt. Ja, das kann man nicht beeinflussen. Und dann nehmen die sich ein Stück Fleisch. In dem Fall ist es jetzt... Der Bär, deswegen wird der Werwolf den Bären nehmen. Und die anderen müssen wahrscheinlich wieder mit Bären, also, ne, die mit Doppel-E, die Variante, vorlieb nehmen. Jetzt muss ich hoffen, dass der Werwolf den Bären lecker findet. Das werden wir gleich sehen, wenn hier entweder ein Herz erscheint, dann haben wir den absoluten 5-Punkte-XP-Bonus. Oder wenn hier so ein neutrales Gesicht kommt, dann sind es halt leider nur 2. Jetzt habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Weil ich es übersprungen habe. Wir werden es aber gleich sehen. Okay. War nicht sein Lieblingsgericht. Kriegt da nur in Anführungsstrichen 2 XP. So, hallo. Ja, hätte ich mir aufsparen können.
Aber ist egal. So, da liegt noch irgendein Tier rum. Das heißt, wir haben genug Essen zusammen. Was haben wir überhaupt gerade drin? Ein paar Beeren. Eigentlich muss ich hoffen. Ich muss vielleicht mal vorsichtshalber noch ein paar Beeren mit Doppel-E sammeln. Dass wir hier auf jeden Fall über die Runden kommen. So, wer greift mich jetzt an? Bergarbeiter greift mich an. Okay. Gut, 11 Ruhm. Ich glaube, damit komme ich nicht allzu weit, ne? 15 ist, glaube ich, das nächste. Genau, hier 15. 18, 23. Okay. So, wir haben es gleich mit dem nächsten. Wohnhaus. So, was haben wir an Tieren? 2 bis jetzt. Okay, wir müssen unbedingt noch ein Tier sammeln. Zack, dass der Bär tot. Nein, ist hier schon einer tot? Ach nee. Oh oh, der Kollege hier ist gleich im Eimer. Müssen wir ein bisschen darauf achten jetzt. Oh mein Gott. Werwolf. Ich darf halt auch selber nicht sterben. Nein, jetzt ist er doch noch down. Shit. Ah, das bringt halt leider keine XP mehr. Ärgerlich. So, dann gucken wir mal. Also, ja gut, der muss heilen. Neutrales Gesicht. Naja, und wir hatten nur ein Tier am Start. So, jetzt kommt der Kampf der Kämpfe, meine Damen und Herren. Es kann sein, dass ich jetzt im Eimer bin. Einfach nur der Tatsache geschuldet, dass ich nicht an den Goblin-König rankomme. Ich hoffe, dass die 60 Meter ausreichen. So, oh, wieso habe ich denn hier 2 drin? Quatsch. So, jetzt können wir das nächste Haus bauen. Nochmal ein Arbeiter mehr. Wir sammeln jetzt Gold, damit wir die Steinmine bekommen. So. Jetzt kann alles vorbei sein. Ist doch nicht dein Ernst. Warum ist denn der jetzt weiter weg? Ja, wir können ihn... Ah, wir treffen ihn. Okay, wir schaffen es. Also 60 Meter ist... ist das, was man erreichen muss. Okay, gut. Das sollten wir uns unbedingt merken. Also, wir schaffen den Goblin-König ganz easy jetzt. Perfekt. So, was kriegen wir? 100% gegen verspottet. 50% mehr für Magier mit Verteidigung. Und Bluten reduziert auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Das machen wir. Weil wir haben ja mit ihm hier Bluten. Achso, wir müssen noch ein bisschen kämpfen übrigens. Sehr geil. Okay, wir haben es geschafft. Wir haben den Goblin-König. Reizen bringt mir noch nichts. So, was machen wir als nächstes? Eigentlich muss ich jetzt tatsächlich nur noch Ruhm farmen. Oder ich versuche meine... Das könnten wir machen, unsere Einheiten aufwerten. Wir gehen mal auf Holz erstmal. Eins, zwei, drei und vier. Okay. Das heißt, einer hilft noch ein bisschen beim Tragen. Ja, keine Ahnung. Er schießt einfach wild und willkürlich immer umher. So. Jetzt bin ich gespannt. Essen. Findet jemand sein Lieblingsessen? Ja! Er nicht. Und er auch nicht. Aber immerhin unser Bogenschütze. Hervorragend. Oh, trotzdem Level Up für den Werwolf.
Naja, okay. Ja, auch unser Nahkämpfer. Und er sowieso super. Alle Level 3. So. Ich glaube, ich bin noch nie weiter als Tag 8 gekommen. Wir haben 16 Ruhm. Das heißt, ich kann in der Stadt ausbauen. Ja! Ultimativ gut. Das heißt, wir könnten jetzt eine Goldmine bauen. Eine Schmelze, sorry. Wir bräuchten dafür ganz viel Steine. Haben wir noch genug Tiere? Wir haben ein Tier und 8 normale Bären. Ich würde gerne ihn noch upgraden. Alter, hier, den Pinguin erstmal gekillt. Vielleicht sollten wir auch einen zweiten Jäger einstellen. So, jetzt haben wir 8. Dann können wir jetzt den Kollegen verbessern. Der schießt jetzt 2 Bolts. Yes. Wunderbar. Doch, das habe ich tatsächlich schon einmal geschafft. Ich erinnere mich wieder. Einmal habe ich es geschafft. Gerade so, mit meinem Helden, ich glaube, und ich hatte noch 4 Lebenspunkte oder sowas. Das war auf jeden Fall super knapp. Ist hier noch was? Nee. So, dann jetzt... Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, die Schmelzhütte. Holz ziehen wir ab. Gehen voll auf das. 2, 3, 4, 5. Okay. Ja, weil diese Dinosaurier sind einfach so krank. Der absolute Vorteil, warum ich das mache, unser Held kann sein Schild regenerieren. Oh, der vorne, ja, sieht sehr gut aus. Jo, das schaffen wir aber ganz easy. Yeah, super, super schön. Glorreich, hervorragend. 21 Ruhm. Oh, da kann ich noch mal ein bisschen was machen jetzt. So, Essen. Okay, neutral. 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 Okay, kriegen alle nur 2. Ich glaube dann... Genau, dürfte auch keiner aufleveln. Nee. Day number 9. Au, die Hexe. Hallo. Das erste Mal ist umsonst. Hä? Schalte einen passiven Skill permanent frei. Das bedeutet... Permanent. Dass dieser Perk durchgehend immer wieder... Also egal in welchem Run du bist, immer freigeschaltet ist. Das sind diese passiven Fähigkeiten. Was man... Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Wo immer steht, wird die Hexe freigeschaltet. Das hier ist die Lösung des Problems. Hierüber geht das. Ich bin fast für den Armbrustschützen oder für den Kämpfer. Weil wir beide jeweils immer, mehr oder weniger immer haben werden. Ich bin für den Armbrustschützen. Alter, 62er Schild. Holy shit. So, Gold können wir gleich mal lassen. Wir holen uns den Steinbruch. Jetzt können die Leute nämlich, glaube ich, in den Steinbruch hier reingehen. Und grabbeln nicht hier draußen die freien Steine ab. Also hoffe ich. Ja. Sehr gut. Was heißen die 2 hier eigentlich? 2 ungenutzte Arbeiter. Was brauche ich noch? Ich brauche einen einzigen Stein noch. Oh, nächstes Hero Upgrade. Shield of Mankind. 2x Verteidigung and Poison Immunity for Units with Shield. Attacks even faster.
dreifaches Schild für all Units. Jo, machen wir. Oh mein Gott. Hier von rechts. Oh, halt, bevor ich jetzt Mist baue, ich will erstmal das, was ich kann, ausbauen. So, wir könnten hier die Expansion machen. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführt. Den Miniboss mit 250 Leben herausfordern. Keine Ahnung. Und wir können hier unten noch irgendwas machen. Ah, nochmal einen kleinen Bot. Okay. Komm, ganz ehrlich, wir holen uns den Miniboss gleich mit. So, da ist dieser Tentakel, Joachim. Oh mein Gott. Okay, unser Werwolf wird sterben. Nee, er stirbt nicht. Cool. Jetzt stirbt er. Nein, wir sind auch tot. Das war zu optimistisch. Aber trotzdem schöner Run. Jetzt auch fast geschafft. Ich glaube, ohne den Squid Mansion, ohne den Squid Boy hätten wir es auch geschafft. Schade. Aber Tag 9 mit 21 Ruhm und 162 Gold gained. Hervorragend. Habe ich irgendein Achievement? Nein. Sehr, sehr gut. Dann können wir hier wieder 299 ordentlich ausgeben. Wiederbelebung. Wir könnten hier zum Beispiel nochmal hochgehen. Ja. Das machen wir. Machen wir nochmal eine Folge? Ich würde sagen, das reicht. Wir setzen darauf, dass dieses Spiel früher als später herauskommt. Und dann wird es definitiv neue Folgen von Super Fantasy Kingdom geben. Mit der Vollversion. Ich freue mich drauf. Wie gesagt, ich habe es gewishlistet. Macht es gerne auch. Spielt selber auch nochmal die Demo. Wenn ihr euch einen Ersteindruck selber nochmal verschaffen wollt, ist ja umsonst, ne? Deswegen heißt es ja auch Demo. Und ja, dann sehen wir uns auf jeden Fall irgendwann wieder, wenn der Release ist, mit den regulären Folgen Super Fantasy Kingdom mit Ausrufezeichen. Ich freue mich drauf, hoffe, dass wir uns, wie gesagt, dementsprechend bald und schnell wiedersehen. Herzlichen Dank erstmal und ja, bleibt mir gewogen. Bis dahin, adios.